da sind wir wieder mit dem Natch Leadership Talk. Mein Name ist Anja Niekerken und meine Gesprächspartnerin ist die großartige Isabel Garcia vom Ich Rede Podcast, die Kommunikationsexpertin Nummer 1 in Deutschland. Ich habe mich so gefreut, dass sie Zeit gefunden hat und wir springen gleich wieder rein ins Interview. Viel Spaß damit! Gehört aber ja auch sehr, sehr viel Selbstbeobachtung dann erstmal als erster Schritt dazu, oder? Ja, genau. Und deswegen finde ich ja so eine Modelle auch spannend, weil sie natürlich zur Selbstreflexion erst einmal einladen. Mhm. Wenn man aber dann sagt, Selbstreflexion, ach, grün, Jungs, Tür zu, Schublade zu, dann ist doof. Mhm. Aber wenn ich eben dann eben weiterspinne und weiterdenke und dann, wenn ich irgendwo merke, ich fühle mich gerade richtig unwohl in diesem Gespräch oder in dieser Präsentation oder was auch immer, in diesem Feedback-Gespräch, mhm. dass ich dann eben gucke, was war denn gerade mit mir? Und was war vielleicht mit meinem Gegenüber? Mhm. So, also ich habe mittlerweile ja so viel gemacht, dass ich jetzt nicht mehr wirklich in so einzelne Modelle reingehe. Aber es ist eben so, was bleibt ist, ich schaue mir den anderen an und ich gucke eben, wo steckt und wo hängt der gerade. Und dann gucke ich mich an, warum triggert mich das gerade? Ja. Und das, was mich triggert, hat häufig überhaupt nichts mit meinem Gegenüber zu tun. Das stimmt. Und das kann ich auch klar aussprechen, kann sagen, ich bin gerade, das reizt mich gerade so sehr. Ich merke auch, dass meine Stimme gerade zickig wird, aber es hat überhaupt nichts mit Ihnen zu tun, es tut mir leid. Mhm. Aber dieser eine Punkt, der hat mich tatsächlich ein bisschen gerade an eine alte Situation erinnert. Also insofern, wenn ich jetzt ein bisschen zickig mehr bin, bitte, das hat überhaupt nichts, das kann ich ja kommunizieren, je nachdem, in welchem Rahmen wir da sind. Mhm. Also ich mich angucken und eben mein Gegenüber angucken, nicht vorschnell urteilen, so diese ganzen Sachen. Es ist so leicht gesagt, es ist nicht leicht gemacht, es ist ein langer Prozess. Ich bin ja nun schon 49, werde in diesem Jahr 50, also insofern habe ich da schon einiges hinter mir. Oh nein, ich werde dieses Jahr 49, also wir sind nur ein Jahr auseinander. Ich bin älter. Ne. Ja, genau. Ich bin weiser. Naja, das eine Jahr, weißt du. Auch nicht schlecht. Okay, dann werde ich mal deine Weisheit, dein ein Jahres Vorsprung nochmal anzapfen. Und zwar, was ich in deinem Buch nicht gefunden habe, ist männliche und weibliche Kommunikation. Ich dachte immer, dass es auf dem Gebiet auch wahnsinnig viele Irrtümer gibt. Oder ist das nicht so? Das Kapitel war tatsächlich drin. Aber? Und das haben wir wieder rausgenommen. Ach was, erzähl. Ja, also das Ding ist, dass es wahnsinnig viele Irrtümer und Mythen gab und die wollte ich auch aufräumen, weil die meisten sind falsch. Mm, okay. So. Und dann haben wir aber gemerkt, so, dass es irgendwie, es war einfach nicht stimmig da drin, weil nämlich so dieses, allein schon Männer, Frauen ist eigentlich ein eigenes Buch. Und ja. Ich habe ja auch, ich rede mit einem Mann, ich rede mit einer Frau, wo ich ja mit vielen Sachen aufräume. Ja. Ich hab mich sehr auf die Suche gemacht damals, als ich für meine Hörbücher da auch recherchiert habe, ich rede mit einer Frau ganz besonders. Und fast alles, wo ich dachte, es ist gesetzt, ja, dass der Mann vom Mars kommt und die Frau von der Venus. Mm. Ja. Dass der Mann nur irgendwie 2000 Worte verbraucht und die Frau irgendwie 200.000 am Tag. Dass der Mann nur mit der linken Gehirnhälfte denkt, die Frau bloß mit der rechten Gehirnhälfte. Oh Gott. Das war für mich was gesetzt. Ich dachte so, oh Gott. Ach ja, nee, dann ist das so. Mm. Ne? So, es gibt in den USA gibt es eine Speakerin und die ist Hammer, ja, die ist großartig. Und die macht immer so einen Running Gag, dass sie immer ihren Mann bloß Left Brain nennt. Mm. Dann sagt sie, dann sind wir da und hingegangen und Left Brain said, das ist schon sehr geil. Also. Und linke Gehirnhälfte sagte, das ist sehr schön, weil dann immer so das Sachliche kommt. Mm. Warum machen wir das jetzt hier? Mm. Das hat Humor, das ist ein großes Comedy-Potenzial, ist aber komplett an der Wirklichkeit vorbei. Denn ja. Männer und Frauen reden im Durchschnitt genauso viel. Ja. Gleich ja. viel. Ja. Wir reden über andere Dinge. Frauen reden häufig eher über Gefühle, Männer reden vielleicht eher so über die sachlichen Sachen häufig, wobei auch das eben nicht natürlich, ne, es gibt auch die Männer, die labern mir ein Ohr ab. Mhm. Und es gibt die Männer, die sind stumm und es gibt die Frauen, die sind stumm und reden wenig. Und es gibt die Frauen, die labern ohne Ende. Also es gibt ja ständig beides. Und natürlich nutzen wir beide Gehirnhälften. Oh Wunder. Ja. Und wir nutzen auch beide die Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften. Was herausgekommen ist, was immer noch gesagt wird, ist, dass die Männer eher, und da sind wir wieder so bei diesem, dass die Männer ja sich auf eine Sache konzentrieren,
die bleiben eher in einer Gehirnhälfte, wenn sie da diesen Gedanken angefangen haben. Mhm. Und die Frauen springen eher über die Brücke von einer Gehirnhälfte zur anderen, egal bei welchem Thema und auch während des Themas. Mhm. Und können deswegen sehr viel mit Haus und Dings und das und das. Und der Mann so, wieso springst du so? Das ist ja so lustig. Ich habe gerade jetzt auch mit jemandem so Briefe hin und her geschrieben, mit so einem ganz alten Freund, den kenne ich schon seit er 8 Jahre alt ist. Oder wir beide 8 Jahre alt sind. Und er meinte so, es ist so lustig, du schreibst die Briefe so anders. Du schreibst einfach und dann zack, auf einmal sagst du, ne, so von wegen, ach, das ist gerade so schön, hier mit dir zu schreiben. Oh, guck mal da draußen, keine Ahnung, das Fahrrad. Und dann, ach, ich muss den Hund noch füttern. Ja, wo ich stehen geblieben bin. So. Mhm. Und er macht das eben nicht. Der überlegt erst, dann schreibt er ein paar Worte, dann überlegt er wieder, dann schreibt er wieder ein paar Worte. Ja. Also insofern, ja, das kann sein, dass wir da Unterschiede haben. Aber ich finde, Henning Beck in seinem Buch Hirnrissig, die 22,5, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Irrtümer irgendwie in der Hirnforschung oder sowas, irgendwie so ist der Titel. Da hat er ja gesagt, dass das und unsere Gehirne wirklich im minimalsten Unterschied haben. Mhm. Einerseits, wie es gebaut ist, andererseits eben, wie wir es nutzen. Mhm. Und sagt aber dann, diese minimale Nutzung oder diese Unterschiede im Gehirn sorgt dafür, dass wir uns einen Hauch anders verhalten. Und dieses hauchandere Verhalten sorgt für soziale Strukturen. Und diese sozialen Strukturen wirken sich sehr stark, weil wir ja sehr auf das Umfeld uns auch eingehen, dieses soziale Umfeld wirkt sich sehr stark auf unser Verhalten wieder aus. Und das Verhalten wirkt sich sehr stark auf unser Gehirn aus. Mhm. Bedeutet also, wir kommen auf die Welt und im Endeffekt ist kaum Unterschied da. Ja. Theoretisch ist kein Unterschied da oder wirklich minimal. Aber wenn wir, je länger wir leben, wenn wir da nicht mit selbstreflektiert rangehen, desto unterschiedlicher werden wir. Mhm. Und wenn wir dann in einer Gesellschaft leben, wie zum Beispiel in Deutschland, so der Mann ist stark, er verdient das Geld. Ich weiß, es wird nicht mehr so gelebt, aber ich weiß auch in ganz vielen Unternehmen, dass die Männer immer noch komisch angeschaut werden, wenn die sagen, ich nehme ein Sabbatical oder ich bleibe zu Hause, wir haben ein Kind bekommen. Mhm, klar. Es wird gemacht und es wird immer mehr gemacht, aber es wird immer noch irgendwie komisch und immer noch Und zum Beispiel in Schweden, in Norwegen, in Dänemark, ist das normal. Ja. Der Mann hat die Kinder genauso lang wie die Frau. Wenn das Kind irgendwie krank ist und jemand muss nach Hause, Mann, Frau teilen sich es komplett. Die Elternzeit wird sich komplett geteilt, damit es für einen Arbeitgeber egal ist, ob er sich einen Mann oder eine Frau nimmt. Denn egal, wer, ne, also ist egal. Die Frau wird zwar schwanger, aber der Mann ist dann genauso viel weg wie die Frau. Ja. Und dann ist es natürlich, wenn die Gesellschaft, die sozialen Strukturen schon so sind, ist es viel einfacher, weil sich dann nämlich wieder ganz anders auf das Gehirn wieder auswirkt. Ja. Und wir leben immer noch dieses Hierarchiedenken. Wir leben eher dieses, so war das schon immer. Und ich weiß, dass es viele belächeln, ja, und gleichzeitig machen wir das. Ja. Ganz viel immer noch dieses, so war es schon immer. Also da kann ich ja auch ein Lied von singen, als mein Sohn geboren wurde, ich dachte ja auch zuerst, ich bleib zu Hause und ne, so jetzt bin ich erstmal 2 Jahre Mama und nach 4 Wochen sagte mein Mann dann zu mir, weißt du was, Schatz, tu mir mal einen Gefallen, aber geh bitte wieder arbeiten. Und ich dachte nur so, oh ja, Gott sei Dank, er hat es auch gemerkt. Und und ich bin tatsächlich dann nach diesen, ich weiß gar nicht, 8, 12 Wochen, die man Pause hat, bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Und mein Mann, bei uns war dann der Papa die Mama. Und das ist jetzt, das ist 15 Jahre her. Und mein Mann hat dann unseren Sohn zum Kindergarten immer gebracht und ach, was weiß ich nicht alles. Und dann irgendwann fragte dann mal jemand, mein Mann, was machst du denn so? Und sagte er, ja, also ne, ich bin selbstständig, arbeite aber ja so halbtags ungefähr und bin Hausmann. Ich kümmere mich um meinen Sohn. Und dann sagte der sein Gegenüber, nee, jetzt mal im Ernst, was machst du denn wirklich? Ist der Hammer, oder? Also so, es ist nicht nur so auf Frauenebene und bei mir war so eine Geschichte, dass eine Kollegin mich fragte, ach du, wie, du hast ein Kind? Und dann habe ich gesagt, ja, also ne, mein Sohn ist, da war glaube ich gerade 3. Naja, mein Sohn ist 3. Ja, aber ein Wunschkind war das doch nicht, oder? Oh mein Gott. Ja, also und das ist noch nicht so lange her, ne? Also das ist, das ist keine 20 Jahre her, also es ist irgendwie so 12 Jahre ist das her, ist der Hammer. Es ist bis heute so. Also ich habe jetzt im Bekanntenkreis ist dann so eine Familie, wo die Mutter praktisch die Familie verlassen hat. Mhm. Also jetzt nicht richtig verlassen, natürlich ist sie immer noch wieder da, ne? Ja. Aber sie ist eben weggegangen. Mhm. Und da wird also ein Stirnrunzeln, weil diese Frau weggegangen ist. Ja. Ich weiß, wenn der Mann weggegangen wäre, wäre es, oh, wie doof. Ja. Aber es ist fast selbstverständlich, dass die Mutter dann alleinerziehende Mutter ist. Wieso ist das selbstverständlich? Wieso nicht ein alleinerziehender Vater?
Ja. Und also, der ist eben jetzt alleinerziehender Vater. Und ich finde das eben, es ist für, egal wer dann da bleibt, es ist für alle Parteien immer schwierig. Aber es ist eben immer noch dieses alte Denken, dass wir so denken, die Mutter kann doch da nicht irgendwie rausziehen und dem Mann dann irgendwie das überlassen. Ja. Warum nicht? Also, ne, und egal wie, ich finde das alles gar nicht, wie es gelaufen ist, alles nicht so schön und so weiter. Aber es ist eben einfach... Ich finde dieses alte Denken einfach nur so spannend dabei, ne? Ohne es jetzt irgendwie zu bewerten. Das finde ich spannend. Ja, oder auch zu sagen, ne, so aus meiner Perspektive war es auch, ne, so ich hätte auch gerne noch ein zweites Kind gekriegt, hat nicht sollen sein. Aber ich wollte trotzdem weiter arbeiten. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Aber ich bin angeguckt worden, so nach dem Motto, so, ja wie? Und dann willst du weiter arbeiten? Ja, genau. Und dann will ich weiter arbeiten. Also so. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann haben mich die Leute angeguckt, so nach dem Motto, so ja, ganz normal bist du aber nicht, oder? Es wird langsam besser, ne? So, ich beobachte das ja auch im Unternehmen jetzt so aus der Vogelperspektive ja mittlerweile, aber die ganze Geschichte hängt doch immer noch sehr an diesen sozialen Strukturen, dass die Frau bitte immer zuständig ist und der Mann auf der anderen Seite ja genauso viel Druck hat, ne? Weil wenn sein Job nicht funktioniert, die Jungs haben ja dann auf der anderen Seite den Druck, dass sie immer funktionieren müssen, was ja auch nicht so schön ist. Ja, und keine Emotionen zeigen dürfen zu sehr und dann ja auch die harte Schale haben. Und dann sollen sie zu Hause aber schon der neue Papa sein, der neue Papa, der ist... Also ich finde, die Männer haben es, finde ich, im Moment haben wir sogar noch ein bisschen schwerer, weil die Frauen, die haben schon, das ist schon eine ganze Weile, dass die nach draußen gehen. Die werden zwar manchmal als Rabenmütter hingestellt dann fast schon, so wie du, ja, ne? Ja. Aber das machen eben schon einige und... Es wird länger gelebt und schon eher gelebt, ne? Alice Schwarzer lässt sei Dank so ungefähr, diese ganze Emanzipation. Und bei den Männern habe ich das Gefühl, so da ist echt so eine Findungsphase. Wer bin ich? Bin ich ein neuer Mann? Was bin ich für ein Mann? Wie will ich überhaupt sein? Darf ich das sein? Darf ich Gefühle zeigen? Darf ich weinen? Bin ich dann schwach? Bin ich dann. Ich bin vor einigen Jahren zu einem Selbstbewusstseinskongress eingeladen worden, so online, wo dann junge Männer sich gegenseitig unterstützt haben, weil die ihre Rolle finden wollen im Leben. Und, und das fand ich so spannend, wo ich so dachte, ja klar, logisch. Ne? Die organisieren jetzt Selbstbewusstseinskongresse, weil sie nicht wissen, wie ist der neue Mann? Könntest du das sofort sagen? Ich wüsste es nicht. Was ist der neue Mann? Du, ich habe ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Und ich habe aber auch ein Stück weit das Gefühl, ähnlich wie die neue Frau. Ich glaube, dass das auch so von außen mit so einem, auch schon wieder mit so einem Performance-Druck überlastet ist. Einfach mal machen und nicht weiter groß drüber nachdenken, denke ich dann zwischendurch immer mal. Und aber ich glaube, dass eben genau dieser Performance-Druck, ne, so wer ist der neue Mann oder wie ist die neue Frau und wie haben wir das jetzt definiert, dass wir uns dadurch schon wieder so viel Druck machen und es nicht einfach mal laufen lassen können, oder? Definitiv. Ich finde auch eben einfach sein lassen, aber genau das ist ja schon das Neue. Ja. Dass ich zum Beispiel auch auf der Bühne stehe oder auch in meinem Bessersprecherbuch eben gesagt habe, du darfst so sein, wie du bist. Ja. Du hast eine leise Stimme, hab eine leise Stimme, genieß sie. Ja. So, mach einfach. Ja. Verstehst du? Und genau das ist es ja eben, aber das sind die häufig nicht gewohnt, weil sie eben in diesen Regeln und Schubladen eben hier in Deutschland eben meistens denken. Mhm. Und die brauchen eben manchmal noch so einen Schubser, dass ich ihnen gesagt habe, ist doch toll, wie du bist. Ja. Ja, aber ich bin schüchtern. Ja, dann bist du eben schüchtern. Ja, aber man soll doch. Wer sagt das? Ja. Wer sagt das? Also einfach schön mal hier Ball flach halten. Denn in der Tat, manche sind eben sensibel. Ich merke eben teilweise, dass eben manche gerne Gefühle zeigen wollen, dann eben sagen, oh, das darf man aber nicht. Oder, ach, das muss man aber, wie ich muss, ich will aber gar nicht. Mhm. So. Ja, da bin ich. Da bitte einfach seinen Weg finden. Also insofern, deswegen kommt Männer, Frauen da drin nicht vor, weil ich gemerkt habe, ein Riesenthema und eigentlich ein ganzes Buch. Weil bis ich erklärt habe, ja, es gibt Mythen, aber irgendwie auch nicht und irgendwie sind die schon lange widerlegt und irgendwie ist es eigentlich auch alles Quatsch mit Soße. Mhm. Denn wir leben das, ist im Volk wird es noch teilweise gelebt, aber von der Wissenschaft nicht mehr. Und ich habe eben die Mythen aufgegriffen, wo wirklich auch noch, jetzt nicht die Wissenschaft, aber wo eben noch ganz viele Trainer und so weiter da draußen immer noch unterwegs sind und das eben genau da, ne? Ja. Predigen, was ich dann eben da schreibe. Mhm. Und bei der Männer-Frauen-Kommunikation ist es wirklich so, dass es bei ganz vielen Leuten schon angekommen ist und auch bei den Trainern, dass theoretisch kaum ein Unterschied da ist. Mhm. Wenn wir uns die skandinavischen Länder anschauen, dann wissen wir, da ist kaum ein Unterschied. Die leben das nämlich. Mhm. Also vom Körper her, ne? Der Körper sieht ja, okay, aber anders das, aus. Ja, das ist halt so, ne? Ja, ist halt so, ne? So.
Was mir bei dir immer wieder auffällt, wenn ich deine Vorträge höre oder auch wenn wir jetzt so schnacken, du bist sehr offen mit dem, was dich bewegt. Und im Gegensatz dazu meinen ja immer noch ganz viele Führungskräfte, passt ganz gut zu dem Männer-Frauen-Thema, dass Gefühle und private Themen nicht in die Firma gehören. Wie siehst du das? Das ist... Nun bin ich natürlich auch keine Führungskraft in einem großen Unternehmen. Mit diesen ganzen Seilstricken da und den Fallstricken und den Seilschaften, so sagt man das, und Fallstricken. Ich persönlich finde es schade. Ich finde es sehr schade, wenn ich in einem Unternehmen arbeiten müsste und dort meine Gefühle nicht zeigen dürfte und nicht ich sein dürfte. Hm. Und ich persönlich zeige mich so offen, weil ich merke, dass es mir gut tut. Mhm. Wenn ich mich das Gefühl habe, ich muss mich die ganze Zeit verstecken. Ich habe so ein Riesengeheimnis. Dann fällt mir das Sprechen schwerer, weil ich dann anfange zu sprechen, oh, aber hoffentlich sage ich nicht irgendwas, was ich gar nicht sagen wollte, wo ich mich noch nicht öffnen wollte oder sowas. Deswegen, wenn ich zum Beispiel früher Interviews-Trainings gegeben habe, habe ich immer gesagt, wir stecken jetzt mal vorher ab, worüber sie auf gar keinen Fall reden möchten. Zum Beispiel, manche wollen eben über ihre Kinder nicht reden, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Sag ich, super. Was wollen Sie darüber sagen? Nur Mädel, Junge, so und so alt? Gut, okay, festgesteckt. Sobald das Thema, sagen Sie nur das und nichts weiter. Dass wir uns darüber vorher Gedanken machen. Aber ich merke eben, erstens, wenn ich mir die Grenzen, die ich natürlich auch habe, vorher festgesteckt habe und wenn ich dann eben über alles andere so frei wie möglich rede, dann fühle ich mich als Ganzes. Und es entspannt mich ungemein. Also ich habe deswegen ja auch unter anderem ja auch ein Buch geschrieben, das mein letztes Buch ist über eine Krankheit, die ich habe, eine chronische Krankheit. Mhm. Und da habe ich mir ja auch gefragt, wieso hast du das jetzt gemacht? Und eine Person brachte es mal so schön auf den Punkt. Sie meinte, du bist gerade so ganz. Du bist jetzt so als Ganze, ich bin jetzt nicht nur die Krankheit, sondern jetzt erklärt sich eben auch, warum ich eben manchmal mehr wiege, warum ich manchmal ein bisschen das Gesichtsschmerz verzerrt verziehe, weil es eben eine schmerzhafte Krankheit ist. Mhm. Und vorher habe ich es eben immer alles überspielt und ich habe dann mit meinen High Heels bin ich rumgerannt und habe so getan, so, hey, die Leichtigkeit in Person, ich stehe gerne irgendwie so mehrere Stunden darauf, obwohl eigentlich schon irgendwie 5 Minuten auf diesen High Heels mich killen und die Schmerzen sind so schlimm, aber ich habe gedacht, nee, ich will ja funktionieren. Und es tut mir gut, je mehr ich mich öffne. Und es tut mir gut zu sagen, ich, so wie du auch im Podcast gesagt hast, heute Morgen ging's mir beschissen. Heute Morgen war ich doof drauf und ich war schlecht gelaunt. Es war ein richtig bescheuerter Tag. Mhm. Und ich finde das wichtig. Und ich finde es auch wichtig, nicht erst zu sagen, ja, meine lieben Zuhörer, meine Fans, vor 10 Jahren, da war ich mal ganz unten. Aber ich habe mich hochgearbeitet und ich sage Ihnen jetzt meine 10 Regeln, wie ich hochgekommen bin. Und ich sage... Heute geht es mir gerade nicht gut. Ja. Und jetzt verrate ich Ihnen mal, wie ich mich heute da wieder raushole. Oder was ich heute für mich tue und wie ich auf mich achte, damit es mir vielleicht morgen oder übermorgen wieder besser geht. Mhm. Das ist doch auch spannend für die Leute. Und nicht erst rückblickend so, yeah, rückblicken kann ich auch. Ey, das ist einfach. Kann ich auch mal so hindrehen. Sondern da eben auch einfach gucken, was mache ich jetzt? Und offen und ehrlich dazu sein, das finde ich total wichtig. Also wenn es nicht zu, also zum Beispiel als mein Lebenspartner vor 7 Jahren gestorben ist, da habe ich das nicht erzählt, ganz häufig in Trainings, aber ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang habe ich nicht davon erzählt. Warum? Weil ich hätte die dann zu sehr blockiert. Ja. Die hat mich mit Samthandschuhen angefasst und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass so ein emotionaler Bolzen irgendwie so im Raum steht, so dieser Tod so im Raum steht. Also insofern, das habe ich nicht gemacht, weil alles, was ich dann eben mache und wie ich öffne mich in dem Sinne, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber hat davon einen Mehrwert. Und ich merke eben, dass Leute sich mir sehr öffnen, weil ich mich eben öffne. Und dann, wenn ich weiß, es tut dem anderen jetzt richtig gut, sich mir zu öffnen, dann gehe ich eben zuerst den Schritt. Das finde ich eine richtig, richtig gute Sache, weil ganz häufig ist es bei Führungskräften ja so, dass sie immer der Meinung sind oder immer noch leider der Meinung sind, sie müssten so stark sein und alles wissen und alles können und so eine Fassade vor sich her schieben und damit aber ihre Mitarbeiter echt total blockieren, weil die eben sich nicht öffnen können. Ne? So, und wenn Führungskräfte eben mal sagen, ach hier, guck mal, finde ich heute auch mal nicht so gut oder ne, so... Ich muss mich hier auch gerade erstmal sortieren. Das ist wesentlich zielführender häufig als alles andere. Finde ich auch. Finde ich auch. Und ich kann ja immer noch gucken, wo ist meine Mauer und vielleicht ist sie auch eben bei
bei mir als Führungskraft, ne, dann, wenn ich Führungskraft wäre, dann eben auch größer, das ist in Ordnung und trotzdem finde ich es eben schön, wenn man sich ein bisschen öffnet. Aber ja, manche machen es lieber, manche machen es nicht, manche wollen einfach nur hingehen, ihren Job machen, ist auch in Ordnung. Ja. Aber ich merke eben, also bei mir ist es wirklich so, dass manche Kollegen auf mich zukommen und sagen, es ist ja Wahnsinn, nach dem Vortrag und was ist, die Leute bestürmen dich ja mit Fragen, sage ich, yep. Ich bringe zum Beispiel auch ein Newsletter raus, wo meine Assistentin, die nicht nur mich, sondern auch ein paar andere Redner und Trainer betreut, sagt, es kann gar nicht angehen, bei dir antworten die ständig. Sag ich, ja, freue ich mich ja auch drüber. Aber sie meint, auf ein Newsletter, sag ich, ja. Weil ich da eben so persönlich über mich schreibe. Also natürlich auch mal mit einem Mehrwert. Ja, es geht ja nicht darum, mein Tagebuch zu schreiben, aber nee, mit einem Mehrwert. Und dann antworten die mir und dann sprechen sie mir Mut zu oder dann sagen sie, oh toll, oder sagen, oh, sowas ähnliches habe ich auch mal erlebt. Mhm. Das ist dann wie fast wie Briefe hin und her schreiben. Und das finde ich total schön. Mhm. Weil ich mich eben selbst öffne, öffnen sich die Leute mir gegenüber. Und ich denke eben, gerade so in Trainings und was kann ich gerade dann eben auch besonders gut helfen, weil ich dann Dinge noch mehr sehe, noch mehr fühle, noch mehr erspüren kann. Mhm. Mhm. Ja, bin ich total bei dir. Ich mache das ja auch, also so, ich quatsche ja auch meinen Podcast immer dann ein, wenn mir gerade irgendwie was einfällt oder ne, so meine Hunde irgendwas Komisches gemacht haben, wo ich denke, ach ja, guck mal hier, da steckt nochmal ein Mehrwert drin. Ich mache das ja auch, also das ist, und bekomme ja auch so viel Rückmeldungen dann dazu. Es ist wirklich, wirklich spannend. Mhm. Was glaubst du denn, wie müsste sich so Wirtschaft und Unternehmertum oder vielleicht sagen wir mal so, wie müsste sich Kommunikation deiner Ansicht nach entwickeln, damit wir in Zukunft besser aufgestellt sind? Ich würde tatsächlich sagen, dass es mir reichen würde, wenn wir uns, also wenn wir die Regeln mal so ein bisschen zur Seite schieben und wieder anfangen, den Menschen zu sehen und akzeptieren und verstehen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Mhm. Wir deswegen also nicht sofort in die Bewertung reingehen, sondern im ersten Schritt wirklich dieses ganz alte, du bist okay und ich bin okay im ersten Schritt. Mhm. Ich muss es nicht mögen, aber deswegen bist du als Mensch trotzdem okay. Mhm. Ich muss es nicht mögen, dass du zu spät kommst oder dass du fauler bist, in Anführungsstrichen, als ich es bin. Aber ich kann dich im ersten Schritt erstmal als Mensch bist du trotzdem okay. So. Mhm. Und dann eben neugierig sein. Neugierde, glaube ich, wir könnten viel mehr Neugierde vertragen. Viel, viel mehr Neugierde. Dass wir neugierig sind auf Menschen, dass wir neugierig sind auf eine andere Meinung. Und so absurd das klingt, wenn jemand mich anbrüllt, also natürlich bin ich auch und ich sitze hier teilweise und bin entsetzt und heule und so weiter. Mhm. Aber trotzdem, meistens bin ich sehr, sehr neugierig und frage mich, wieso brüllt er mich gerade an? Mhm. Was ist das gerade? Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Ich glaube, das macht die Kommunikation wirklich viel einfacher, wenn ich wirklich neugierig bin und mich wirklich in der Neugierde auch übe und eben auch in der ehrlichen Wertschätzung, dass ich wirklich Interesse habe an meinem Gegenüber und wirklich sage, so, du bist jetzt hier, Handy ist aus, alles andere ist weg, nur du und ich. Und jetzt unterhalten wir uns mal. Und ich bin gespannt, was du mir, keine Ahnung, auch als Mitarbeiter von deinem Privatleben erzählst oder wie du das Berufsleben hier gerade wahrnimmst und wie du dich gerade fühlst bei so einem Feedbackgespräch. Das würde ich schön finden. Und nicht, ey, lassen Sie uns mal die Punkte abarbeiten. Ich habe das, was haben Sie, das, okay, ab. Das sind Roboter, da können sich dann auch Maschinen miteinander unterhalten. Wir sind Menschen. Und es wird ja so häufig und von immer mehr Leuten und Wissenschaftlern und Philosophen gesagt, Leute, die Computer sind echt gut. Was uns noch unterscheidet, ist unsere Menschlichkeit. Also hört auf, perfekt sein zu wollen. Ja. Wir sind nie so perfekt wie die Maschinen, aber konzentriert euch darauf, menschlich zu sein. Konzentriert euch also weniger auf, finde ich eben, um es zu übersetzen mit meinem Buch Die Bessersprecher, weniger auf die Regeln, sondern mehr, wer ist mein Gegenüber? Und wenn eben mich auch jemand gerade wirklich den Kontakt abbricht und scheiße zu mir ist, weil ne, und das zwar seine Baustelle ist, aber trotzdem, wenn ich es nachvollziehen kann, verstehen kann, dann ist das für mich okay. Mhm. Und dann finde ich es zwar schade und finde es traurig und bin auch mal böse, absolut. Und trotzdem ist es eben so, dass ich ganz viel nachvollziehen kann. Ja. Und das macht es leichter, das macht es einfacher. Und jetzt habe ich sehr viel gesagt, aber ich glaube eben einfach den Mensch sehen. Vielleicht könnte man es so zusammenfassen. Mm-hmm. Ja, bin ich total bei dir. Das dahin zu kommen, das wäre ein Traum. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe noch so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Kannst natürlich auch länger antworten, wenn du möchtest. Drei Persönlichkeiten, die dich beeindruckt oder geprägt haben. Und warum? In meinem Leben generell? Ja, also in deinem Leben generell oder beruflich. Kannst du darauf antworten, wie du möchtest. Beruflich Barbara Schöneberger, mhm.
weil mich sehr beeindruckt hat, wie sie Situation anspricht, was eine Sache ist, die ich sehr gerne beibringe. Mhm. Also wenn ihr eine Panne passiert, sie spricht es sofort an. Wenn sie sagt, so, ich habe gerade einen Komplex mit meiner Figur, dann spricht sie es an, was ich sehr, sehr cool finde. Sie macht das, sie ist einfach unfassbar gut, finde ich. Mhm. Und im Kollegenkreis inspiriert mich auch René Bourbonus sehr, weil er so einen messerscharfen Verstand hat. Mhm. Er ist ein ganz anderer Typ vom Auftreten her, aber er ist einfach sehr, sehr gut in dem, diese Wortgewandtheit. Ja. Das ist messerscharf und, also im positiven Sinne messerscharf. Mhm. Und der sitzt, was jeder sagt, er steht ganz ruhig da vorne und man selber ist entweder baff erstaunt oder lacht Tränen oder ist erschüttert und er berührt einen die ganze Zeit. Er ist jemand, der sehr berühren kann und das, obwohl er übrigens vorne hüftbreit steht, Arme im positiven Bereich hält, also genau diese Dinge macht, die ich nicht beibringe, da wissen wir auch, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Also sein Verstand und er als Mensch ist einfach Hammer. Ja. Mhm. Also der inspiriert mich auch sehr. Und noch als Kollegin inspiriert mich... Nein, meine Großmutter. Ich nehme nicht gerne Kollegin, ich nehme meine Großmutter. Meine Großmutter, mütterlicherseits, die war so neugierig. Das hat mich immer fasziniert. Sie hat mich so angeschaut und dann gesagt, oh, das ist, die Hose ist, jo, trägt man das jetzt so? Das ist ja spannend. Nee, dann macht man das jetzt so, ne? Ja, super. Na dann. Das fand ich toll. Das, sie war bis ins hohe Alter und wahrscheinlich ist sie deswegen auch 97 geworden. Obwohl ja, ne, Kriege, zwei Kriege durch, also wirklich sehr, sehr neugierig. Und das fand ich toll, dass sie immer alles ausprobiert hat. Dann ihre Meinung dazu hatte, aber sie hat es ausprobiert. Mhm. Und sie war nicht sofort dagegen. Mhm, cool. Und das finde ich schön. Ja, ja, sehr cool. Drei Bücher oder auch gerne Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Was würdest du empfehlen? Abgesehen von deinem Buch natürlich. Als Film Embrace. Ja. Mhm. Embrace ist eben so ein, auch da wieder den Mensch eben sehen und eine der schönsten Szenen in diesem Film ist, wo, also es geht darum, dass wir eben keine perfekte Figur haben, wieso wir dieses blöde Schönheitsideal teilweise so leben und sind daran und uns unser Leben versauen, um hinter einem Schönheitsideal herzuhecheln teilweise. Und ich fand es sehr schön, dass da, oder sehr schön, eine schöne berührende Szene war, als an so einem FKK-Strand sich aber so willenlos ganz viele Frauen getroffen haben, so, ne, wir treffen uns jetzt hier nackt, schwimmen im Meer. Und dann war da eine Frau, die hatte nur eine Brust, weil sie eben eine Brustkrebs hatte. Mhm. Und dann kam eine andere und dann rief sie von der Ferne, wie geil, noch eine Einbrüstige. Und rannte auf diese Einbrüstige und sie auch so, geil, ich bin hier nicht. So, und dann umarmten die sich und habe ich so gedacht, wow. Also ich habe so eine Fettverteilungsstörung, Lipödem und ich habe sowas noch nicht erlebt, dass ich irgendwie auf der Straße sage, ey, wie geil, du hast auch Lipödem und trägst ein kurzes Kleid. Und das würde ich wünschen. Also insofern Embrace animiert dazu, zu sich zu stehen, mit der Selbstliebe anzufangen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Als Buch finde ich John Izzo, I-Z-Z-O, John Izzo, die 5 Geheimnisse, die wir lernen sollten, bevor wir sterben oder die wir kennen sollten, bevor wir sterben. Und es geht jetzt nicht darum, welche Orte ich gesehen haben soll, sondern es geht wirklich darum, dass er ab 50, so deswegen kam ich vorhin schmerzhaft, dieses Weise, dass in manchen Ländern Menschen ab 50 als weise angesehen werden, aber in den Industriestaaten teilweise als doof, altes Eisen, haben ja keine Ahnung mehr. Ja. Und das fand er ganz spannend und hat dann eben eine Umfrage gestartet, wer ist alles weise? Ja. Nennen Sie mir weise Menschen. Und davon hat er tausende von Zuschriften bekommen, darauf dann so 250 ausgewählt und die hat er alle interviewt. Das waren so von 59 bis 103. Ach, cool. Mhm. Und hat denen ganz viele Fragen gestellt, ich weiß gar nicht, vielleicht ungefähr 30, 40 Fragen pro Person, bei 250 Leuten. Und er meinte, das Lustige war, am Ende konnte er fast alle Antworten auf 5 Sachen runterbrechen. Mhm. Und da war eben sowas zum Beispiel wie, am Ende des Lebens bereue ich eben, dass ich kein Risiko eingegangen bin, dass ich nicht mich was getraut habe. Zum Beispiel eben auch mal mich als Führungskraft zu öffnen. Was soll denn passieren? Mhm, ja, der andere könnte was über mich wissen. Ja. Und das ist eben genau das Ding. Je kleiner mein Geheimnis ist, wenn ich es eh schon vorher gesagt habe, dann ist es egal, wenn die Person es weiß. Wenn jemand sagt, du bist aber schwul. Ja, stimmt, habe ich schon gesagt. Mhm. Was will man dann noch sagen dann?
Oder zu mir eben, du hast dicke Beine. Ja, stimmt, ich habe ein Buch drüber geschrieben. Ja. So, also was will man da noch sagen? Und insofern Risiken eingehen, dass natürlich das Zwischenmenschliche viel wichtiger ist als diese blöde Karriere. Also damit meine ich jetzt nicht so, Anja, du hättest bei dem Sohn bleiben sollen. Nee, einfach das, was uns eben treibt. Aber du weißt natürlich, obwohl du gerne arbeitest, ist dein Sohn ja ganz, ganz viel für dich und dein Mann und deine Hunde. Du würdest nicht irgendwie alles links liegen lassen und sagen, ich arbeite 7 Tage die Woche. Ne? Nee. Also das ist ja eben dann rückblickend. Ich meine, wir ärgern uns am Sterbebett nicht, dass wir nicht genug gearbeitet haben. Nee, das stimmt. Und das kommt eben, das sind natürlich alles Sachen, die wissen wir alle. Das ist also nicht wirklich was Neues. Aber wenn es irgendwie so Menschen sagen und er natürlich die Menschen auch so beschreibt, was sie schon so erlebt haben und es einfach so Zitate sind von realen Menschen, wirkt es irgendwie nochmal anders. Ja, und schön. Dann als drittes Buch finde ich die 4 Versprechen sehr schön von Don Miguel Ruiz. Mhm. Das empfehle ich auch immer gerne. Warum? Weil ich, da geht es einfach so, ne, wie kann ich praktisch glücklicher mit meinem Leben sein? Da sind jetzt auch teilweise irgendwie so mit dem Glauben und so weiter. Das kann man überlesen, wenn man nicht gläubig ist. Aber es geht eben darum, nicht vorschnell urteilen. Es geht darum, auf seine Worte zu achten. Es geht darum, also er hat so 4 Sachen praktisch, wo er sagt, wenn wir diese 4 Sachen einhalten, dann ist Kommunikation besser. Mit uns und mit anderen. Das finde ich auch. Das war ein langer Prozess, ich habe 2 Jahre lang geübt, um wirklich auch nur ansatzweise diese 4 Versprechen umsetzen zu können. Mhm. Aber es ist ein lohnender Prozess, finde ich. Mhm. Ja, okay. Ja, also ich, da bin ich total bei dir. Ich bin gerade dabei, das muss so ein bisschen aus meinem Sprachschatz nicht zu streichen, aber in bestimmten Situationen zu streichen, weil ich merke, dass es mir einfach selber gut tut. Das ist aber nicht so ganz einfach. Ich übe da jetzt auch schon seit einem halben Jahr dran und ich glaube, ich habe noch ein bisschen was zu üben vor mir. Genau, es ist ein Prozess und es ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist einfach allein schon auch spannend, immer jetzt zu gucken, ach guck mal, da greife ich wieder, ne, da mache ich es wieder. Ja. Sich selbst besser kennenzulernen, das finde ich so schön am Älterwerden, dass wir uns selbst immer besser kennenlernen. Das mag ich zum Beispiel sehr. Ja, das stimmt, das finde ich auch ganz interessant. Weißt du, und ich bin ja auch schon ein Jahr älter als du. Ja, genau, du bist ja schon ein Jahr weiser als ich. Ne? Das macht auch wirklich viel aus. Ja. Ist der Hammer. Wahnsinn, oder? Hättest du nicht gedacht. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber ich komme da noch hinter. Also nächstes Jahr sprechen wir nochmal. Oh, sehr schön. So, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Und zwar eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon mal immer beantworten wolltest. Das ist ja schön, ich habe immer das Schweigen im Walde bei dieser Frage. Was wolltest du schon immer mal erzählen? Frag dich nur nie jemand. Warum hast du kein Kaninchen als Haustier? Okay, warum hast du kein Kaninchen als Haustier? Ich kann mit Kaninchen wenig anfangen. Ich bin mehr so der Hundetyp. Insofern mit dem Kaninchen würde ich mir auch mehr Schweinchen, das ist nicht so meins. Das Und ich finde Kaninchen und Hasen total toll in freier Wildbahn. Das ist Hammer. Und ich finde immer, die müssen hüpfen. Und ich habe früher eine Freundin von mir, die hatte Kaninchen, so ein kleines Zwergkaninchen. Und das hüpfte dann eben meistens gar nicht, weil es in seinem Käfig war. Und manchmal eben ein bisschen durch die Wohnung, aber dann knabberte es irgendwas an, dann war es wieder im Käfig. Im Sommer durfte es ab und an dann auch mal draußen sein. Und dann hüpfte es irgendwie bei 2 Quadratmetern hin und her. Das gefiel mir nicht. Das fand ich nicht schön. Also insofern, Kaninchen war für mich immer, nee, Kaninchen ist nicht. Ich finde, was ich auch so schade finde, die leben ja auch nicht so lange, ne? Kaninchen und Meerschweinchen. Also so Hunde leben ja wenigstens ein paar Jahre. Also schon auch nicht lange genug, aber so diese 2-3 Jahre, das wäre mir zu wenig. Sind es nur 2-3 Jahre? Ich glaube, bei Hasen, Kaninchen auch? Ja. Okay, wusste ich gar nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht genau. Ich erinnere das auch nur bei einer Freundin, die hatte Meerschweinchen immer so 2-3 Jahre und dann waren die doof. Ja, Meerschweinchen schon, ne? Oder auch so Ratten, glaube ich, auch nicht so lange. Aber ich weiß gar nicht, ob es bei Kaninchen auch so ist. Aber auf alle Fälle, auch diese kurze, weißt du, wenn die nur im Stall sitzen, dann würde ich sagen, na Gott sei Dank, sind sie erlöst. So, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Aber nee, wäre nicht so meins. Und
Eine Katze ist zwar auch nur in Anführungsstrichen, aber die läuft eben frei durchs Haus und oder darf sogar raus. Und, ja, und mit dem Hund, mit dem gehst du eben raus und entdeckst mit ihm gemeinsam die Welt. Ne? Und das ist eben mehr so Team. So. Ja, das Obwohl stimmt. Ich es total süß fand, damals eben die Katze, das Kaninchen eben von meiner Freundin da auch zu streichen. War natürlich was Kuscheliges so, ne? War natürlich süß. Hm. Ja. Aber gut, dass wir die Kaninchenfrage geklärt haben, siehst du? Ne? Ja, ja, das musste, die, das musste mal raus. Schön, dass ich jetzt endlich mal gefragt wurde. Ja, siehst du? Das ist echt schwierig, diese Frage, weil ich natürlich wird schon ganz viel gefragt. Da ich so, hä? Gott sei Dank ist mir eine Frage eingefallen. Ja, das ist aber, das geht allen so, obwohl ich teilweise ja vorher die, den Interview-Leitfaden verschicke und das ist eben die letzte Frage, da scheinen die Leute gar nicht drauf zu gucken. Das, so, alle sind so, hä? Wie? Weiß ich gar nicht. Ich habe gestern habe ich mit Tanja Peters nochmal ein Interview gemacht und die war auch so, was? Wo hast du denn die Frage her? Ja, das Ding ist, dass dadurch, dass wir ja schon so lange geplant hatten, dann nicht, dann ja, dann nein, den Leitfaden habe ich schon wieder komplett ignoriert. Da war ein Leitfaden. Nee, ich glaube, du hast keinen gekriegt. Also da muss ich Asche auf mein Haupt. Ich glaube, du hast keinen gekriegt. Ich glaube, das habe ich auch nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Nee, macht aber auch gar nichts. Das Ding ist einfach, dass ich sowieso häufig sage, auch gib mir lieber nichts. Ich möchte mich gerne spontan sein. Ich möchte mir gar nicht vorher was überlegen. Ja. Ich finde es ganz schön, mir spontan etwas zu überlegen. Ach, die meisten Fragen davon, also jetzt hier, wenn ich mir so den Leitfaden von dir angucke, ich glaube, die meisten Fragen habe ich auch gar nicht gestellt. Das ist nur so für mich, ne? So, falls mir dann tatsächlich mal nichts einfällt. Das kommt ja auch mal vor, dass ich dann mich am Leitfaden entlang hangeln kann. Aber in der Regel passiert das ja einfach im Gespräch, ne? Wenn es spannend ist. Ja, genau, finde ich. Einfach genau wieder den Menschen in den Mittelpunkt packen, ne? Und einfach das Gespräch laufen lassen. Genau, einfach mal laufen lassen. Genau. Das, okay, das ist nicht der Podcast für Inkontinenz, das war der Natural Leadership Podcast. Isabel, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Fest und es werden wir auf jeden Fall wiederholen. Sehr, sehr gern, Anja. Und ich freue mich, wenn ich wieder dabei sein darf. Sehr gern. Ja, das war der Natural Leadership Podcast und wirklich, wie immer, war es mir ein Fest, mit Isabel zusammen etwas auf die Beine zu stellen, miteinander zu sprechen, und das werden wir auf jeden Fall irgendwann nochmal wiederholen. Ich war übrigens auch schon bei Isabel im Podcast, das ist der Ich Rede Podcast. Musste mal gucken, ein bisschen runter scrollen. Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit, darüber haben wir gesprochen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch sehr viel gelacht wieder und sind natürlich auch abgeschweift. Das kommt halt hin und wieder mal vor, wenn man ein gutes Gespräch führt. So, vielen Dank, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und es war mir ein Fest, dass du dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.